Eigentlich beginnt die Geschichte der Stadtwerke Quickborn schon im Jahre 1896. Friedrich Schmidt, Besitzer einer Gerberei, installierte in seinem Betrieb eine Dampfmaschine mit der für die damalige Zeit beachtlichen Leistung von 10 PS. Ein angeschlossener Generator erzeugte Gleichstrom mit einer Spannung von 110 Volt zum Antrieb der Maschinen in der Ledergerberei. Dass diese neue Kraft, die Elektrizität, auch zur Beleuchtung genutzt werden konnte, sprach sich in Quickborn schnell herum. Handwerksbetriebe, wie zum Beispiel die Schuster, benutzten bis dahin Petroleumlampen. Um die geringe Lichtausbeute zu vergrößern, setzten sie sogenannte Schusterkugeln aus Glas ein. Die Zeit war reif für das elektrische Licht. Nach kurzer Zeit versorgte Friedrich Schmidt nicht nur seinen Betrieb, sondern auch Betriebe und Haushalte in der näheren Umgebung mit Strom. Zu den ersten Stromkunden gehörten die Bäckerei Biel im Harksheider Weg und die Tischlerei Webs in der Kieler Straße. Der Enkel von Friedrich Schmidt erinnert sich. Zu dieser Zeit standen zwei Nachbarn am Gartenzaun und unterhielten sich. Das eine war der Kleppner Treder und das andere war mein Großvater, der Gerber Friedrich Schmidt. Beide waren plötzlich Konkurrenten geworden. Das hing damals damit zusammen, dass Herr Treder die Anlagen installierte, die zur Carbiderzeugung dienten, und mit diesem aus der Carbiderzeugung entstandenen Gas wurde beleuchtet. Mein Großvater, der Gerber, hatte sich eine Dampfmaschine angeschafft und mit dieser Dampfmaschine erzeugte über ein Dynamo elektrisches Licht. Der Klempner sagte in diesem Zusammenhang: Mein Licht ist ja viel heller als deines. Woraufhin mein Großvater dann ein Kabel nahm mit einer Birne dran und dieses herumschleuderte und zu seinem Nachbarn sagte: Aber Hermann, das kannst du mit dem Licht nicht. So ging also in den Quickborner Wohnzimmern das elektrische Licht an. Die Verkabelung muss damals abenteuerlich gewesen sein. Belegt ist, dass der Uhrmacher Johann Stemmann und die frischgebackenen Elektriker Paul Dabelstein und Walter Rademacher mit Anleitungsbüchern in der Hand Freileitungen bauten. Das Geschäft dürfte floriert haben, denn Friedrich Schmidt baute 1906 an der Ecke Kieler Straße-Gerberstraße ein neues Haus mit, ein Novum für die Zeit, Zentralheizung und Unterputzleitungen. Der Bedarf an der neuen Energiequelle Strom wuchs so stark, dass die Gemeinde Quickborn 1913 mit Friedrich Schmidt einen Vertrag für 30 Jahre über die Stromlieferung für den gesamten Ort schloss. Bereits 1917 reichte die 10 PS Dampfmaschine nicht mehr aus, um den wachsenden Bedarf zu decken. Eine neue Maschine mit 250 PS Leistung wurde installiert. Bis 1927 versorgte Friedrich Schmidt Quickborn mit Energie. Dann verkaufte er sein E-Werk an die Überlandzentrale des Kreises Pinneberg. Erst 1957 wurde das E-Werk abgerissen. Damit ging auch die Zeit des Gleichstroms zu Ende. Wegen der hohen Leitungsverluste stellte man um auf Wechselstrom. Diese Technik erlaubt den Stromtransport über wesentlich längere Strecken bei vergleichsweise niedrigen Verlusten. Am 20. November 1928 war es schließlich soweit. Die Gründung der Betriebswerke Quickborn. Die Gemeinde Quickborn übernahm das bestehende Netz von der Pinneberger Überlandzentrale und versorgte damit Quickborn, die Quickborner Heide, Ellerau und Renzel. Noch heute stehen die Übergabestationen in Renzel, Schulstraße und am Bahnübergang Harksheider Weg. Nicht nur Strom, auch die Lieferung von Gas war eine der ersten Leistungen der Stadtwerke. Die Hamburger Gaswerke betrieben eine Fernleitung von Hamburg nach Neumünster, mitten durch Quickborn unter der Kieler Chaussee.
Als Ergebnis der 1925 geführten Verhandlungen konnte man daher schon 1927 106 Gaszähler ablesen. Detlef Klingfort war der erste Werksleiter von 1928 bis 1945. Sein Fuhrpark bestand aus zwei Dienstfahrrädern und einer Schottsche Karre zum Transport der Strommasten. Eine selbstgebaute Leiter ließ immerhin Arbeiten in bis zu 9 Metern Höhe zu. Quickborn zählte 1930 insgesamt 3.387 Einwohner. Und damit waren jeden Monat 600 Stromzähler und 200 Gasmesser abzulesen. Der Preis für Licht betrug 45 Pfennig pro Kilowattstunde, für Drehstrom 25 Pfennig und für Gas berechnete man 21 Pfennig pro Kubikmeter. Die Zahlungsmoral ließ offenbar sehr zu wünschen übrig. Das änderte sich erst, nachdem Sofortzahlern 10% Rabatt gewährt wurde. Rund 85% der Kunden zahlten direkt beim Ableser. Natürlich gab es immer wieder auch schwarze Schafe darunter. Hans Meyer, von 1937 bis 1974 bei den Betriebswerken als Schmied und Mechaniker angestellt, erinnert sich. Ja, da weiß ich einen Fall, da hat zum Beispiel in Pilsener Wohlt hinten, der hat damals Bienenvölker gehabt. Um nur die Bienenvölker im kalten Winter nicht erfrieren zu lassen, hat er dann die Leitung draußen angezapft und hat dann diese Glühlampe hingehängt zum Erwärmen der Bienenvölker. Da haben sie ihn natürlich bei erwischt und er hat einen ganzen Haufen Strafe bezahlen müssen. Wurde dann für ein ganzes Jahr berechnet, das musste er dann bezahlen. Seit der Gründung waren die Betriebswerke in der Gemeindeverwaltung untergebracht. Es wurde eng und so zog man 1935 in die ehemaligen Gebäude der Feuerwache in der Marktstraße 4 um. Die Entwicklung der Elektrotechnik ging mit Riesenschritten voran. Betriebe setzten Elektromotoren in der Produktion ein. Der Rundfunk hielt Einzug in die Wohnzimmer. Straßen wurden nachts elektrisch beleuchtet. Auch wenn die Mittel knapp waren, man wusste sich zu helfen. Die Straßenlaternen wurden eben selbst gebaut. Hat sich das dann sozusagen ergeben, dass ich angeboten bekam, du kannst Lampen bauen. Und daraufhin haben wir dann diese Lampen gebaut nach Feierabend. So viel ich weiß, waren das zwischen 30 und 40 Lampen. Die sind natürlich mittlerweile sind die verschrottet. Einige sind ja noch wieder ausgebuddelt worden und sind verzinkt worden. Wir kamen die damals, haben sie nur angestrichen und die wurden dann nachher wieder zurück montiert. Zum Beispiel die in der Bahnhofstraße waren, die wurden ja durch andere ersetzt. Und diese Lampen, die wurden dann nach Münster geschickt zum Verzinken. Und die stehen heute nur noch hier und da in, so viel ich weiß, Dorotheenring. Auf Eldensee steht noch eine, das weiß ich genau. Und wo sonst noch welche sind, weiß ich nicht. Aber Hochkamp, und da sind vielleicht auch noch welche. Hans Meyer muss damals gute Arbeit geleistet haben. Auch im Jahr 2003 sind einige seiner Lampen noch in Betrieb, leicht zu erkennen an der Mittelhalterung. Die Gelder wurden immer knapper. 1941 brauchte die Rüstungsindustrie des tausendjährigen Reiches Kupfer für Geschosse. Die Kupferleitungen wurden eingeschmolzen. Die Gemeindewerke wurden ja damals mit Soldaten ausgestattet, die dann die Kupferleitungen abgebaut haben und haben sie durch Eisen ersetzt. Und diese Arbeiten, die sind wohl im ganzen Krieg gemacht worden, weil der Staat, der brauchte ja Edelmetall. Und also, als ich wiederkam, war alles in Eisen. Und diese Eisenleitungen, die haben wir dann nachher
auch wieder ausgewechselt. Und wir hatten nur den Vorteil, wir brauchten das Gestänge ja nicht mehr auszuwechseln, weil die ja für die eisene Leitung ja viel stärker waren. Nach Kriegsende 1945 wählte man für den Neuanfang auch neue Namen. Aus Betriebswerke Quickborn wurde nun Gemeindewerke Quickborn. Und die Pinneberger Überlandzentrale ging auf in der schleswig-holsteinischen Stromversorgungs AG, kurz Schleswag. 1947 übernahm Johannes Hansen die Leitung der Gemeindewerke Quickborn. Hansen, der bereits 1928 als Elektriker in der Pinneberger Überlandzentrale tätig war, beaufsichtigte auch die Umstellung des Quickborner Stromnetzes. Kein leichtes Amt, mussten doch nach 1945 die alten Eisenleitungen wieder gegen Kupfer ausgetauscht werden und der Zustrom von Neubürgern, meist Flüchtlingen aus den Ostgebieten, war zu bewältigen. Quickborns Einwohnerzahl wuchs rasch an. Neue Trafostationen mussten gebaut, die Umspannstation am Justus-von-Liebig-Ring errichtet werden. Ab 1965 lag auch die zentrale Wasserversorgung in den Händen der Gemeindewerke Quickborn. Vier Tiefbrunnen an der Langelohe belieferten nun Quickborn und die umliegenden Gemeinden mit reinem Wasser von hervorragender Qualität. 1968 übernahm Dieter Suck die Leitung in den Gemeindewerken. Ich bin stolz, 33 Jahre bei den Stadtwerken an führender Stelle gewesen zu sein, in einer Zeit, wo die Bevölkerung enorm gewachsen ist. Als ich damals 1967 anfing, fiel mir auf, dass Quickborn ein riesiges Freileitungsnetz hatte. Bei jedem Sturm flogen die Leitungen nur so durch die Gegend. Wir hatten oft 20 Stunden zu tun, um einigen Häusern den Strom wiederzugeben. Es war nicht sehr einfach. Stromstörungen interessierten die Leute eigentlich nur, weil sie plötzlich kein Wasser mehr hatten, denn ihre Wasserpumpe ging nicht mehr. Jeder hatte Kerzen bereit, auch im Büro der Gemeindewerke lagen ständig Kerzen da, wenn der Strom weg war, war kein Problem. Ja, inzwischen ist fast das gesamte Stromnetz verkabelt. Wir haben vor Strom, das heißt die Stadtwerke, ich bin ja nicht mehr bei den Stadtwerken, die Stadtwerke haben keine Angst mehr vor großen Stürmen. Wenn heute der Strom ausfällt, klagen die Leute nur, dass ihr Computer abgestürzt ist. Das ist das Hauptproblem. Das Wassernetz wurde 1967 stürmisch ausgebaut, weil Quickborn damals quasi trocken lag. Die Lehmschichten ließen kein Wasser durch. Es war also eine sehr heikle Angelegenheit für Quickborn. Und das Schlimme war, dass 80% der Bevölkerung dann aber nicht sofort angeschlossen haben. Man sagte, wir haben kein Geld oder wir haben ja doch kein Abwasser oder wir haben gerade einen Brunnen gebaut. Es war nicht ganz einfach, dann die Anschlüsse zu verkaufen. 1968 hatte das Quickborner Netz schon eine Länge von 205 Kilometern und versorgte 5.500 Haushalte. Nachts leuchteten 666 Straßenlaternen. Für die rasch größer werdenden Gemeindewerke war der Kauf der ehemaligen Meierei an der Marktstraße ein Glücksfall. Alle Betriebsteile zusammen, mitten im Versorgungsgebiet, schnelle Wege zu den Netzen und gut erreichbar für Fußgänger. Seit 1971 sind Büro, Werkstatt, Lager, Freiflächen und Garagen fertig. Der laufend steigende Bedarf an Strom erforderte neben dem Umspannwerk am Justus-von-Liebig-Ring eine zweite Übergabestelle. So übernahm das Umspannwerk Ost in der Max-Weber-Straße ab 1973 die Versorgung von Ellerau und Quickborn-Heide. Das Wachsen Quickborns vom Großdorf zur Stadt bewirkte auch eine Namensänderung. Aus den Gemeindewerken wurden 1974 die Stadtwerke Quickborn. Nachdem Dieter Suck die Geschicke der Stadtwerke 34 Jahre erfolgreich bestimmt hatte, übergab er die Leitung 2002 an seinen langjährigen Mitarbeiter Uwe Timm. Die Stadtwerke Quickborn sind ein Wirtschaftsunternehmen der Stadt Quickborn und werden in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt. Das ist heute nicht mehr allgemein üblich. Die meisten Stadtwerke haben bereits die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft. Wir in Quickborn sind ein Querverbundsunternehmen und haben
mehrere Sparten, wie zum Beispiel Strom. Der Strommarkt hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Waren wir noch bis 1999 ein Monopolunternehmen, ist seit 1999 die Liberalisierung des Strommarktes. Das heißt, viele Anbieter tummeln sich heute in der Bundesrepublik, aber auch in Europa auf dem Strommarkt. Bereits heute kann in Quickborn jeder Kunde frei wählen, wer der Stromlieferant sein soll, ob es die Stadtwerke sind oder ob es ein anderer Stromanbieter ist. Wir sind aber froh, dass nur 3% unserer Kunden abgewandert sind. Das zeigt, dass unser Unternehmen eine Leistungsfähigkeit hat, die der Bürger auch anerkennt. Der Bereich Erdgas erfreut sich in Quickborn, aber auch in den Umlandgemeinden einer großen Beliebtheit. So werden heute bereits in den meisten Neubaugebieten Erdgasleitungen verlegt, weil der Bürger diese saubere Energie zum Heizen gerne wünscht. Die flächendeckende Erdgasversorgung ist ca. 70%, also 70% unserer Bevölkerung heizt heute schon mit Erdgas. Dieses hat eine zunehmende Tendenz. Die Trinkwasserversorgung hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir hier in Quickborn haben sehr gutes Wasser, wir haben weiches Wasser. Wir fördern das Trinkwasser für Quickborn, Ellerau und den Randgemeinden hier in Quickborn in unserem Wasserwerk. Dort haben wir 4 Brunnen a 80 Meter und versorgen damit ca. 30.000 Menschen. Seit 1995 sind die Stadtwerke Quickborn auch für die Abwasserentsorgung zuständig. Wir haben von der Stadt Quickborn das Abwassernetz übernommen, haben es größtenteils saniert, ausgebaut und bieten damit den Bürgern Quickborns einen sehr großen Service an. Das Abwasser wird von hier in das Klärwerk Hedling gefördert, wo es gereinigt und dann der Elbe zugeführt wird. Ein Juwel unserer Stadt ist das Freibad. Mitten in der Stadt haben wir ein wunderschönes Bad, das von der Bevölkerung auch sehr stark frequentiert wird. Nicht nur Quickborner nutzen dieses Bad, sondern auch die Umlandgemeinden kommen gerne hierher, um zu baden. 1998 wurde das Freibad total renoviert. Alle Einrichtungen wurden in VA hergestellt. Außerdem wurde es mit einigen Vergnügungsartikeln ausgestattet, wie zum Beispiel eine Gegenstromanlage. Dieses alles trägt dazu bei, dass eben in diesem Bad sehr viel Freude den Bürgern geboten werden kann. Die Fernwärmeversorgung in Quickborn ist nur ausgebaut worden, einmal in der Innenstadt und in einem Wohngebiet, das 1998 erstellt wurde. Die Fernwärme selbst wird auf dem Gelände der Stadtwerke erzeugt und kann auch über Gasmotoren erzeugt werden, die gleichzeitig Strom erzeugen. Dieses ist besonders umweltschonend. Neu zugekommen als Sparte bei den Stadtwerken Quickborn ist der städtische Bauhof. Damit sind die Stadtwerke auch für den Winterdienst verantwortlich, aber auch für die Spielplätze, für das kommunale Grün. Alles, was hier rumliegt, jeder blaue Sack, wird von uns, soweit gewünscht, abgeholt. Heute im Jahr 2003 sind die Stadtwerke Quickborn ein Hightech-Unternehmen mit 87 Mitarbeitern. Hervorragende Logistik, ein gut sortiertes Ersatzteillager und eine flexible Verwaltung sorgen für einen reibungslosen Betriebsablauf. Nach wie vor sind die Prämissen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kundennähe. Nicht ohne Grund äußerte sich ein Mitarbeiter vor der Kamera in Holsteiner Platt: Ohne uns geht das nicht.